Und dieses Innehalten und dieses Wahrnehmen, was jetzt gerade ist, das macht einfach Zwischenräume auf, die wir in unserem Modus, in dem wir unterwegs sind, sonst gar nicht mitkriegen. Ja, gern. Ja, Thomas Lebesmühlbacher ist mein Name. Ich bin 47 Jahre alt. Ich bin geboren in Salzburg, lebe aber mittlerweile seit über 25 Jahren im Osten von Österreich und seit 7 Jahren mit meiner Familie in Krems an der Donau, wo ich jetzt hergekommen bin. Und ja, die Zusammenarbeit mit dem Intersport, die geht wirklich jetzt schon viele, viele Jahre zurück und ich schätze sie sehr. Und was mich beruflich irgendwie so qualifiziert und auszeichnet, also ich bin systemischer Organisationsberater und Coach. Ein wirklicher Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist die Begleitung von Change-Prozessen und von so längeren angesetzten Entwicklungsprogrammen. Und ich bin ein leidenschaftlicher Mindful-Leadership-Trainer. Ich sage das deswegen so mit diesem O-Ton, weil das wirklich eine totale Herzensangelegenheit von mir ist. Und bevor ich das gemacht habe, habe ich mich der Gruppendynamik gewidmet und dem Thema Projektmanagement, was so meine Grundprofession ist, woher ich komme. Ich denke, was ein ganz zentrales Thema ist, dass uns wir natürlich am Anfang einmal wirklich mit dem Begriff als solches auseinandersetzen. Ich habe gelernt in meinen Seminaren, dass das Thema Mindfulness ganz unterschiedlich besetzt ist. Und es ist wichtig, zuerst einmal zu definieren und klar abzugrenzen, was wir darunter verstehen. Und es dann aber durchaus ein bisschen breiter sehen, einfach auch und die Frage beantworten, warum ist es denn gerade in der jetzigen Zeit so bedeutend. Und es ist ja ein omnipräsentes Thema und nicht umsonst hat Google als eines der ersten großen Unternehmen ein eigenes Mindfulness-Programm entwickelt, Search Inside Yourself, oder der größte deutsche DAX-Konzern SAP hat das Thema schon vor vielen Jahren in ihre DNA integriert. Das heißt, wir sind eigentlich da eher Schlusslicht und weit hinten nach. Aber sich mit dem Begriff auseinandersetzen und warum das so wichtig ist, ist mir ein ganz wichtiges Thema. Es geht natürlich darum, wie ich gesagt habe, dass die Führungskräfte auch für sich reflektieren, wie sie gerade die Organisation und die Anforderungen erleben und wahrnehmen und wie sie ihre eigene Rolle darin auch sehen im Kontext der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber das, was dann letztendlich den Kern des Seminars ausmacht, ist das Salzburger Achtsamkeitsmodell. Das ist ein neurobiologischer Zugang mit Blick auf Stress und Entspannung, wo es einfach darum geht, wirklich auf der kognitiven Ebene zu verstehen, was der Stress in unserem Gehirn auslöst und was er mit uns macht. Und letztendlich geht es darum, natürlich auch Handlungsstrategien und Lösungen zu finden, wie man damit umgehen. Und ganz konkret geht es da um mentale Techniken. Es geht eigentlich um ein mentales Fitnesstraining. Es geht um ganz spezifische Regionen in unserem Gehirn, die wir aktivieren und mobilisieren können und wo wir so ganz einfach präsenter sind, wo wir letztendlich aber auch mitfühlender sind, wo wir empathischer sind. Stichwort Kulturentwicklung, das ist genau das Thema, um was es da geht. Wir machen ganz viele Übungen, wo es darum geht, achtsam zuzuhören, achtsam zu kommunizieren, was ja ein Daily Business für jede Führungskraft ist, sich in Meetings und in Workshops zu bewegen. Also das ist irgendwie so das Portfolio an Themen, die wir uns da genauer anschauen. Ja, also bei dem Mindful Leadership Seminar, denke ich mir, geht es wirklich um Führungskräfte. Also es geht um alle Menschen, die entweder in der Linie eine Führungsfunktion verantworten, aber natürlich auch um Projektmanager, die kooperative Teams irgendwie von A nach B führen, um irgendwelche höheren Ziele zu erreichen. Aber primär wirklich um Menschen, die andere Menschen in ihrer Verantwortung haben und begleiten auf einen Weg, den sie gemeinsam gehen.
und profitieren dann natürlich einerseits die Führungskräfte selber, ja, weil sie eben lernen, irgendwie mit einer veränderten Haltung dem Außen zu begegnen. Und auf der anderen Seite profitieren aber natürlich auch dann die Mitarbeiter, die von den Führungskräften geführt werden. Es ist in der Nähe von Hallein, das ist unweit von Salzburg entfernt, in einem Hotel, ein sehr schönes Hotel, das wie gesagt wirklich im Grünen liegt, das uns einen wunderschönen Seminarraum bietet, aber der noch viel schönere Seminarraum ist der angelegte Garten und das nähere Umfeld der Natur, wo wir viel gehenden Fußes miteinander austauschen, Journalings machen und reflektieren miteinander. Das Seminar ist jetzt einmal angelegt auf 2 Tage. Also es sind 2 Tage am Block, die wir dafür verwenden. Und also ein idealer Teilnehmerkreis wären 12 Personen. Wenn es 14 sind, ist es auch gut. Ich finde also wichtiger, untere Deckel sind 6-7 Personen, damit einfach auch die Gruppe ihre Kraft wirklich entfalten kann. Ich habe nicht lange überlegen müssen, aber gerade für dieses Mindfulness-Thema habe ich mir gedacht, ich nehme mir die Klangschale. Ich beschäftige mich mit dem Thema Mindfulness jetzt ja schon relativ lange. Und um was es wirklich geht, ist immer wieder das Bewusstsein zu entwickeln, dass das Leben jetzt in dem Moment stattfindet. Und die Klangschale hat für mich genau diese Symbolik, dieser Ton, der geht ganz tief hinein und immer wenn man hört, ist man unmittelbar im Hier und Jetzt. Und dieses Innehalten und dieses Wahrnehmen, was jetzt gerade ist, das macht einfach Zwischenräume auf, die wir in unserem Modus, in dem wir unterwegs sind, sonst gar nicht mitkriegen. Liebe Freunde vom Intersport, das Thema Mindfulness, finde ich, ist ein absolutes Zukunftsthema. Es ist ein neues Thema. Es ist ein Thema, das gerade euch Führungskräfte unmittelbar betrifft und ich würde mir wünschen, dass ihr, wenn ihr das Video anschaut, eine starke Resonanz spürt und euch unmittelbar für diese Veranstaltung anmeldet.